Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, diesen Text hier mit euch zu diskutieren. Der Text Crying for Repression, Populist and Democratic Biopolitics in Times of Covid-19 ist vom 1. April, also ganz am Anfang des Lockdowns geschrieben. Und der Text ist im besten Sinne essayistisch, also experimentell. Und versucht die biopolitische oder noch präziser die biopolitiktheoretische Seite von Corona zu analysieren, quasi inmitten dieser neuen Situation. Und da war es so, die Schreibtätigkeit auf allen Seiten im Lockdown ging hoch. Und dass es bei Corona irgendwie um Biopolitik und irgendwie auch um Foucault gehen kann, das war vielen in dieser vor allen Dingen im Internet ausgetragenen Debatte, auf wissenschaftlichen Blogs, wo ja dieser Text auch erschienen ist, klar. Und es gab schon eine Diskussion dazu, aber wie das genau, wie die Verhältnisse da sind, das war relativ unklar. Und wirklich Neues kam da auch nicht bei raus bei diesen Debatten. Und da habe ich probiert zu intervenieren. Und ich werde jetzt ist das Ganze ja schon gute 3 Monate alt, ich werde jetzt in der ersten Hälfte nochmal die Grundlinien des Textes zusammenfassen, das Argument, die Begriffe skizzieren und dann in der zweiten Hälfte des Textes nochmal reflektieren, was im Rückblick sich jetzt noch anders ergeben hat, was man da anders betonen konnte oder anders austheoretisieren könnte. Jetzt also der erste Teil, die Grundthesen dieses Textes. Nochmal zum Feld, in das das Ganze interveniert. Es gibt eine Leerstelle in der biopolitischen Theorie und der Einstiegspunkt ist, dass die durch Corona besonders sichtbar wird. Das Feld der Biopolitik kann so beschrieben werden, dass Biopolitik traditionell als staatlich-wissenschaftliche Regulierung der Bevölkerung dargestellt wird und zwar immer mit einem Fokus auf mehr oder weniger repressive Seiten dieser staatlich-wissenschaftlichen Macht. Das klingt jetzt zum Beispiel auch bei dem Text von Thiessen durch. Wir haben das gerade gehört, wenn er die Machttechniken beschreibt, mit denen die Gesundheitsbehörden die Menschen impfen. Und die extremste Stimme jetzt in Bezug auf Corona und diese repressive Biopolitik-Erzählung, das war ohne Zweifel Agamben, der ja für das nach gerade verschwörungstheoretisch klingende, was er da gesagt hat, auch stark kritisiert wurde. Aber so der Sound der Debatte ist immer eher auf die repressive Seite der Biopolitik ausgerichtet, auch unabhängig von Corona. Jetzt gibt es als Gegenbegriff dazu in neuerer Zeit Versuche, ein Konzept von demokratischer Biopolitik zu bestimmen, zu definieren und damit soll gemeint sein, zu beschreiben, wie stark Menschen in biopolitische Regulierung involviert sind und sie auch selber aktiv steuern. Also die ganze Seite der Agency und der Freiheit wieder zurück in diese Debatte zu bringen. Ich selber habe dazu geforscht und das in Bezug auf HIV-Präexpositionsprophylaxe, PrEP, und die schwule Community analysiert. Und auch bei Corona gab es dann sofort Stimmen, die die Reaktionen der Gesamtbevölkerung und vor allen Dingen die Solidarität in der Epidemie und so die kleinen solidarischen Alltagspraxen und das sich darauf einstellen und so in so eine Art basisdemokratisches, schönes Bild von neuer gemeinschaftlicher Biopolitik von unten eingezeichnet haben. Und diese Lage ist jetzt relativ flach und altbacken. Also es gibt auf der einen Seite den repressiven Staat und dann gibt es auf der anderen Seite die gute Community. So ungefähr zeichnet sich diese Debatte quasi vor meiner Intervention. Das habe ich als eine Leerstelle empfunden, da fehlt was. Und deswegen habe ich probiert, das Konzept von populistischer Biopolitik reinzubringen in diese Debatte, um sie zu präzisieren, genauer um den Begriff der demokratischen Biopolitik durch den Gegenbegriff der populistischen Biopolitik weiter zu präzisieren. Und das möchte ich hier kurz schildern. Populistische Biopolitik verstehe ich also als eine Art von Verfallsform von demokratischer Biopolitik. Und das heißt konkret erstens, dass es vor allen Dingen um Shaming und Normierung durch die Community geht.
prominente Beispiele waren so dieser sehr moralisch aufgeladene Hashtag Stay the fuck at home und allgemein quasi das gegenseitige Beschämen durch das nicht genügende Einhalten von epidemiologisch gebotenen Regeln. Und das zweite ist eine absolute Interpretation des epidemiologisch Gebotenen, also ein Bezug auf eine absolute Wahrheit und ein absolutes moralisches Gutes. Es findet dann keine Abwägung, keine pluralistische Aushandlung statt. Das ist vor allen Dingen eine Beschreibung von bestimmten Arten der Internetkommunikation, die auch sehr, sehr stark im intellektuellen Milieu geführt wurden, wo eine absolute Aufmerksamkeit auf quasi das gute epidemiologische Handeln verbunden mit Moralisierung gelegt wurde. Und im Gegensatz dazu arbeite ich dann das Konzept der guten demokratischen Biopolitik heraus. Und man sieht hier schon, der Begriff ist einerseits deskriptiv, aber andererseits auch normativ. Das ist absichtlich und hier wird er dann ganz klar normativ. Das ist erstens die Aushandlung in der Öffentlichkeit unter Einbezug von Wissenschaft und Politik und die Durchsetzung und Normierung durch den Staat und eben nicht in erster Linie durch die Community. Und zwar einfach, weil da mehr Kontrollfunktionen dann da drin sind und es nicht diesen absoluten und blockwartsrepressiven Charakter so leicht bekommt. Und das Zweite ist, dass es dann inhärent pluralistisch und abwägend ist, also eben nicht absolut und die Verhältnismäßigkeit kontrolliert durch das Recht. Und das theoretische Ergebnis ist dann ein Beitrag zu dieser Begriffsdebatte um demokratische Biopolitik. Da geht es dann nämlich nicht einfach quasi radikaldemokratisch romantisierend um die Ermächtigung der Community, sondern es geht richtig verstanden um institutionalisierte pluralistische Politik. Das ist so der Stand dieses Textes, daran appelliere ich und arbeite diese Unterschiede heraus. Und ich würde jetzt im zweiten Teil meines kleinen Inputs ein paar Gedanken einbringen, wie ich meine, dass sich dieses Feld entwickelt hat in den letzten Monaten. Also einfach weitere daran anschließende Überlegungen. Das eine ist, dass man durch die ja sehr unterschiedlichen politischen Strategien der unterschiedlichen Nationalstaaten hat man weltweit ja tatsächlich eine sehr plurale Lage. Und das bringt in diese biopolitische Diskussion tatsächlich was Neues. Das bringt echten Pluralismus, weil man jetzt live sehen kann, dass es verschiedene Arten gibt, damit umzugehen. Und daran sieht man das inhärent Politische an dieser biopolitischen Steuerung. Und da bietet es sich jetzt gerade in unserem Kontext an, einen kleinen Ländervergleich zu machen. Da würde mich sehr freuen, was ihr davon haltet. Also vielleicht kann man die USA, Deutschland und Frankreich auf einer Skala einordnen, von total liberal über deliberativ pluralistisch zu eher staatlich autoritär bei Frankreich. Und dabei führen dann die weniger ausgebildeten und weniger verlässlichen staatlichen Antworten, wie in den USA, zu systemtheoretisch gesprochen eine Art funktionalem Äquivalent der Community-Ethik. Also die Bürger müssen sich selber drum kümmern und entwickeln dafür dann starke Community-Ethiken mit den Folgen, die ich als populistische Biopolitik beschrieben habe, also einen stärkeren Anteil von Shaming und Moralisierung in der Kommunikation. Frankreich scheint jetzt genau das Gegenteil zu machen und bricht die demokratische Biopolitik quasi auf der anderen Seite ab und behandelt Bürger überhaupt nicht mehr als mündig. Da wäre dann insgesamt die These, dort gibt es dann weniger populistische Biopolitik durch den tendenziell stärkeren Staat. Also je weniger der Staat eingreift, desto mehr muss die Community übernehmen. Je autoritärer der Staat, desto weniger Überidentifikation in der Community mit biopolitischen Maßnahmen und vielleicht positiv gewendet, je mehr widerständige Freiheit der Bürger dagegen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das so normativ positiv sehen kann. Aber so scheint mir doch die Dynamik sich vielleicht beschreiben zu lassen. Jetzt hier noch eine kleine Bemerkung zum Text von Thiessen. Das hatte Silke ja gerade schon angesprochen. Ich habe den Text so gelesen, dass da durchaus
Eine implizite Normativität in diesem Text ist in Richtung größerer Liberalisierung und individualisierter Verantwortung. Also, dass der Text dieses Individualisierungs- und Liberalisierungsziel unterstützen würde. Und wenn ich das richtig verstanden habe und dass die implizite Normativität bei Thiessen ist, dann kann man dieser Normativität mit der von mir jetzt aufgezeigten Tendenz zu populistischer Biopolitik durchaus skeptisch gegenüberstehen, weil sich bei der Corona-Krise vor allen Dingen in den USA zeigt, dass die Kehrseite der Liberalisierung eben die populistische Community-Normierung sein kann. Jetzt ein zweiter wichtiger Punkt der Änderung. Ein zentrales Element, das ich in dem Text nicht genügend beachtet habe, ist Intersektionalität und die Diskursmacht verschiedener Positionen. Also, wenn demokratische Biopolitik verhältnismäßige pluralistische Abwägung ist, dann ist es natürlich wichtig, dass alle relevanten Interessen in dieser Aushandlung vertreten sind. Und das war nirgendwo der Fall. So ist bei Corona eine schon von Foucault analysierte Eigenschaft der Biopolitik überdeutlich geworden, nämlich der Rassismus und der Unterschied zwischen wertem und unwertem Leben, wie Europas Nichtreaktion in Bezug auf die Situation in den Lagern von Geflüchteten zeigt. Daniele Lorenzini hat dazu auch Foucaultscher Kommentar zu Corona und Biopolitik bemerkt, dass Biopolitik immer Politik differenzierter Verletzlichkeit bzw. differenzierender Verletzlichkeit ist. Und genau das wird bei Corona besonders deutlich. Und daran kann man vielleicht den Begriff der demokratischen Biopolitik noch ein bisschen mehr schärfen. Demokratische Biopolitik wäre demgegenüber eine solche, die Verletzlichkeit gleichberechtigt, institutionell und gegen etablierte und festgefahrene Machtstrukturen neu verhandelt. Und das war auch bei den insgesamt ja recht gut funktionierenden Aushandlungsprozessen in Deutschland keineswegs der Fall, denn da waren die Stimmen am prominentesten, denen der Lockdown nicht besonders viel ausmacht, privilegierte Heimarbeiten ohne Kinder. Und es gibt jetzt eine ganze Menge Schieflagen in der Bewältigung der Folgen. Ganz klein und intersektional, die Clubszene, die für die queere Kultur wichtig ist, wird kaum unterstützt. Gesamtgesellschaftlich, Carework, makroökonomisch, die ungleiche Verteilung der Lasten. Reiche profitieren in der Krise, Arme verlieren. Und eigentlich bräuchte es jetzt eine sehr hohe Vermögensabgabe, um nicht die nachfolgenden Generationen und die Armen im Land dadurch zu belasten. Mit diesem Appell schließe ich meinen kleinen Input und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.